So, es geht weiter mit dem Servo-Einbau. Ihr könnt jetzt zuerst das Servo natürlich an die Elektronik anschließen. Also an den Empfänger anschließen, den Fahrregler anschließen, Akku an, Sender an, Senderwege auf 0. Könnt ihr machen. Ich mache es immer anders, aber das ist jetzt nur aus der Erfahrung raus. Habe ich bis jetzt immer gute Erfolge gehabt. Ich nehme einfach nur das Servohorn, setze das drauf, drehe das einmal in die eine Richtung, dann sehe ich hier den Endanschlag, dann drehe ich es an die andere Richtung, sehe den Endanschlag und sehe hier an diesem Knuppel, sage ich mal, man kann aber auch so einen Servohebel nehmen, dann sehe ich, wo hier der Endanschlag ist und hier. Und genau in der Mitte ist dann der Nullpunkt vom Servo. Bis jetzt bin ich da gut gefahren, das hat dann meistens am Sender plus minus gepasst. Besser ist es natürlich immer, wenn man den Senderwege, also die Trimmung auf 0 stellt und dann erst einstellt. Ich mache das so, deswegen habe ich jetzt hier keinen Sender bei. Optimum ist natürlich, was in der Anleitung steht. So, jetzt habe ich das gleich wieder weggetan. Es gibt hier für verschiedene Servos, einmal für Tamiya Servos und hier für Sanwa und, was steht hier noch drauf? Acoms. Einen passenden Adapter und hier Tamiya und Futaba. Also für die gängigsten Servos. Ich habe hier ein Sanwa Servo, deswegen muss ich den für Sanwa nehmen. Jetzt halt den gewissen Nullpunkt. So, den setze ich drauf. Ja, Tamiya typisch ist hier wieder dabei ein, geht immer so schwergängig bei manchen Servos. Servosever ist hierbei. Einbaurichtung beachten, auf jeden Fall. Deswegen, der Knubbel muss bei mir nach unten stehen, so wie es hier ist. Und bevor ich jetzt hier einen Servohebel montiere, mache ich erstmal den Kugelkopf, schraube ich fest. So. Drauf. Und jetzt hat hier Tamiya vier verschiedene Schrauben beigelegt, also wenn ihr jetzt nicht wisst, welches die richtige ist, vorher austesten oder ihr nehmt die richtige Schraube, die im Servo bei ist, wenn eine bei liegt. Ansonsten kurz testen, welche die richtige ist. Dann gibt es hier eine Scheibe, die wird hier noch dazwischen gesetzt. Und dann ist das bei Sanwa meistens M3er Gewinde. Ich glaube, das sollte dann hinkommen. So, anziehen, so, und schon ist der Servosever hier montiert. Und dass der funktioniert, seht ihr, dass der hier ganz leicht federt. So, nochmal nachziehen. So, wie gesagt, M3er Schraube hat hier wunderbar gepasst. Als nächstes müssen wir hier die Seite umschlagen. Wäre natürlich besser. So, dann kommen hier ganz normale M10 Schrauben. Also diese Blechstreibschrauben oder wie sie sich nennen. Von denen und damit und die Scheibe nicht vergessen. Ne? So. Dann hier an den Servohalter. Also ich schraube das jetzt hier schon so fest. Und vorgesehen ist hier nicht, dass man hier Gummipuffer oder so dazwischen setzt. Ich glaube, das ist auch nicht nötig. Einfach nur hier dran. Eine Linie, also es sollte hier unten eine Ebene ergeben. Und dann einfach festziehen. Fest sollte es sein. Aber nicht überfest, wir wollen ja hier den das Servo-Auge hier wollen wir ja nicht kaputt machen. So, erste Seite fertig. Zweite Seite
folgt jetzt. So. Zwischenschieben. Und was ich sagte? Fest, aber nicht hier, dass das zerquetscht. Hier eine Linie am besten und schon können wir das Servo ins Fahrzeug einbauen. Ihr werdet euch wundern, hier gibt es noch eine Querstrebe, damit das Chassis quasi nicht einknickt, deswegen liegt die schon da. Laut Bauanleitung folgt das jetzt hier im Schritt, hier, damit das Chassis sich nicht so verbiegt, ist das als Top-Deck-Verbindung dazwischen vorgesehen. Servo selbst, einfach mit einer M3er Schraube befestigt. Dann werden wir das mal reinklicken, reinsetzen ins Fahrzeug. So. Für verschiedene Servotypen hier, ihr habt hier ein Langloch, hier fest fixieren in das eine Loch und dann hier ergibt sich dann automatisch das Maß. Also wenn ihr mal ein bisschen schmaleres Servo habt, also was in der Breite etwas schmaler ist, dann passt das trotzdem rein. Ich nehme hier ganz normales Standard-Servo. Hier muss es kein Low-Profile-Servo sein oder ähnliches. Es reicht hier ein ganz simpel, einfaches Standard-Servo. Was immer klar ist, je schneller und kräftiger, je besser. Klar. Kräftig, ja, es muss jetzt kein 10 Kilo oder 20 Kilo Servo sein, aber 6 bis 9 Kilo wäre schon okay, wäre schon empfehlenswert. Und Stellzeit ist natürlich ist genauso wie bei der Stellkraft. Ich habe jetzt hier schon mal angeklickt, die Spurstange, je teurer, je schneller und je kräftiger. Und dementsprechend, je schneller reagiert natürlich eure Lenkung. Mit dem Standardmotor, Baukastenmotor, ihr müsst jetzt hier kein High-End-Servo kaufen. Es gibt schon für 30, 40, 20, 30 Euro gibt es schon vernünftige Servos, die dafür erstmal ausreichen. So, hier erste Schraube montieren. Die könnt ihr eigentlich schon anziehen, wenn ihr hier das zweite Loch So, die könnt ihr schon anziehen, wenn ihr hier das Loch freilasst, beziehungsweise hier in dem Schlitz habt, also in der Verstellung, dann passt auch die Schraube wunderbar rein. Ja, ansonsten verzieht sich das Ganze ja und das wollen wir nicht. Hier kommt dann eine Schraube mit Unterlegscheibe zum Einsatz. Das aus dem Grund, dass ihr hier das liegt daran, dass er hier praktisch diese Aussparung nicht kaputt macht. Ja, weil ihr habt dort im Material wenig Fleisch und wenn ihr jetzt mit der Schraube drückt, dann drückt sich das dann in dieser Nut fest, beziehungsweise gibt dann hier schön einen Abdruck, je nachdem wie fest ihr zieht. So, fest, auch fest. Kurzer Test. Funktioniert. So, bis Anschlag immer. Also weiter geht es ja sowieso nicht. So, und wenn das eingebaut ist, das Servo, können wir hier die Strebe nehmen. Und die Strebe kommt. Ist eigentlich egal, auch wie rum er die setzt. Na, sollte passen. So. Die kommt hier genau in die Mitte rein. Hier. Und verhindert, dass das Chassis dort quasi durchknickt. Befestigt wird das Ganze, die ganze Strebe, mit ganz normal M10x3 Schrauben. Und, was ihr nicht vergessen sollt, auch hier die Unterlegscheibe nicht vergessen.
das Ganze festziehen. So. Und schon ist das Servo eingebaut und genauso die Strebe. Und damit habt ihr hier eine steife Verbindung. Ein kleines bisschen Flex in die Richtung, also quer. Aber hier in Längsachse ist es jetzt total steif. Ja, weiter geht's mit dem Einbau des Fahrreglers. Der kommt, soweit wie ich jetzt hier sehe, so rum. Der Fahrregler soll irgendwie hier auf die Seite und hier auf das Akkufach soll der Empfänger. Mal sehen, hier der Fahrregler hin, hier das der Empfänger. Klar, Fahrregler darunter, damit den Schwerpunkt zu senken. Und hier der leichtere Empfänger kann dorthin. Mal sehen, wie ich es mache, ob ich es genauso einsetze, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. So, weiter ging es mit dem Einbau der Elektronik. Ich habe hier ein TBL02S-Regler eingebaut von Tamiya. Fahrregler ist, Empfänger ist auch schon drin. Habe so ein bisschen hier die Kabel mit dem Kabelbinder fixiert. Hier unter dem Topdeck habe ich die Kabel gelegt vom Motor und dann miteinander verbunden. Das Schöne ist ja bei Tamiya-Steckern, bei Tamiya-Reglern und Motoren, hier gerade bei dem Baukasten, wird das ja einfach nur gesteckt. So, weiter geht's. Bevor wir jetzt die Räder montieren können und Karosserie, werden die Reifen und Felgen miteinander verklebt. Dazu habe ich zuerst die Einlage hier schon mal in den Reifen gemacht. Das sind so eine einteiligen, also die sind nicht, die sind noch nicht miteinander, ja, eigentlich sind es ja so Ringe, aber bei Tamiya ist hier bei denen so ein Schaumstoff wird hier verbunden und reingelegt in die Felge. Das zeige ich mal kurz. Ich setze den einfach hier rein, die Einlage. So, versuche genau die zwei Schrägen miteinander zu verbinden hier, dass die genau hier ineinander sind. Und dann quetsche ich die Einlage hier in den Reifen rein. Sollte sich schön anschmiegen an die Reifenflanken von innen. So. Und wenn die drinne sind, mache ich hier einmal, zweimal so. Also einfach zwei Finger genommen und gedreht, damit sich die Einlage hier schön in den Reifen legt. Dann gucke ich immer auf die Markierung, aber die sehen an den Reifenflanken gleich aus auf beiden Seiten. Manche schneiden auch hier noch die Rille weg, das kann man immer noch später machen, damit man hier volle Auflagefläche hat. Dafür könnt ihr ja Cuttermesser zum Beispiel nehmen, um wirklich vorsichtig hier diesen Streifen wegschneiden. Dann einfach Felge. Drüber ziehen. Aufpassen, dass sich die Einlage dort nicht verschiebt. So, schön drauf achten, dass die Reifenflanke hier wirklich schön drin sitzt. Natürlich auf beiden Seiten. Dann kommen wir hier nochmal
schauen. Und dann nehme ich Sekundenkleber. Ich nehme hier den Superflex Reifenkleber von CS. Ja, und dann drücke ich hier auseinander und lasse den reinfließen. Wenn ihr, gibt ja auch für Reifen so eine Vorrichtung, ne? Klebemaschine, wie sich das nennt, könnt ihr natürlich auch sowas nutzen, aber eigentlich jetzt hier nicht notwendig. Und beim Kleben nicht zu viel Kleber, weil wir wollen ja erstmal nicht die Reifenflanke kleben, sondern es nur dort, wo der Reifen mit der Felge verbunden ist. Könnt natürlich auch aus der Apotheke euch so eine Kanüle holen, dann kommt dann noch besser rein in den Schlitz, sag ich mal, und könnt besser den Kleber genau dazwischen verteilen. Ich nehme hier kein Aktivator. Ich lasse einfach jetzt hier den Reifenkleber dann trocknen an der Luft, ehe ich dann die andere Seite mache. So. Wo ist hier mein... Finde ich jetzt gerade nicht. Hier die Luftblase weg. Kann man hier noch schön verteilen. So. Jetzt lasse ich den trocknen, mache die anderen Reifen fertig und ja, dann geht es schon an die Reifenmontage am Fahrzeug. So, mein Porsche nimmt langsam Gestalt an. Ich habe jetzt die Karosserie lackiert. Ich habe mich an das simple Weiß gehalten. Rauchfarben dahinter oder Smoke dahinter. Schutzfolie habe ich entfernt, vorher habe ich hier mit Spüli das sauber gemacht, habe dann mit Weiß hinterlegt, habe dann den Rauch, also den Smoke für die Scheiben genommen. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, bei mir hat sich das ein bisschen verteilt, das ist ein bisschen diffizil anzuwenden. Hier mit einem Karosserielochbohrer habe ich hier die zwei Löcher reingemacht, hier und hier. Das ist dann für die Spiegel und hier geht es jetzt weiter mit den Spoilern. Übrigens, normalerweise, ich habe jetzt nicht die Farbe da, die Spoiler werden hier mit TE26 und dann mit X16 bemalt. Habe ich nicht da, deswegen werde ich das jetzt, beziehungsweise X16 habe ich, glaube ich, X18 habe ich da, die Farbe schwarz, die hätte ich da, werde ich vielleicht noch farblich lackieren. Und zwar semi-close schwarz. Denn die Halter, die unteren Halter hier, oh, wo sind die? Hier, die unteren Halter damit lackiert. So, weiter geht's jetzt hier mit der Karosserie. Ich habe schon mal mit der Farbe... Oh, wo steht's jetzt hier? X18. Hinten die Höcker angemalt mit dem Pinsel. Ging das eigentlich ganz gut. Jetzt eigentlich abkleben. Und dann mit
Was steht hier? TS26 weiß Glanz. Die Kunststoffteile einsprühen. Habe ich jetzt nicht da. Ich lasse das. Die kann man jetzt hier, die Spoilerteile kann man relativ schnell wieder demontieren und das nachholen. Deswegen mache ich das zu einem späteren Arbeitsschritt. Ich baue jetzt hier den Spoiler zusammen. Als erstes werden hier die Spiegel zusammengebaut. Den Sticker, der hier drauf kommt, den muss ich noch ausschneiden. Den kann ich aber später noch draufkleben. Also keine Sorge. So, richtig Spiegelteil miteinander verbinden. So, einfach wird einfach nur hier reingesteckt. So. Also einfach nur hier reingesteckt ist natürlich falsch. Mal gucken. So. So. Ich brauche dafür, oh, Hochglanzweiß, Sticker drauf, reingesteckt habe ich. Korrekt. Ja. Stimmt. Ihr seht es, wird einfach nur reingesteckt. Ich mache jetzt hier keinen Tropfen Sekundenkleber drauf. Das könnte man wahrscheinlich machen. Oder sollte man wahrscheinlich noch machen, damit das hier praktisch hält, wenn ich das ineinander stecke. Die Seite will nicht so, wie ich gerne will. So, jetzt. Aber wenn man es nicht genau trifft. So. Und ich finde, das hält eigentlich schon sehr gut. Also hier sollte sich nichts lösen. So, hier kommt noch, wie gesagt, der Spiegelsticker drauf. Mal gucken, wo der ist. Der müsste hier sein. Genau. Hier diese beiden. Ja, das ist so Tamiya typisch hier. Die Sticker sind sie doch oder sind sie nicht? Ah, sind nicht pur ausgeschnitten, also ich muss sie erst noch ausschneiden. Finde ich immer wieder schade. Könnte man auch mal vorausgestanzt machen. So, dann gehen wir hier mit dem Spoiler weiter. Als erstes kommt dieses Teil dran. Wie gesagt, am besten vorher schon logischerweise lackieren. Dann setze ich hier den zweiten Spiegelteil zusammen, hier drauf. Einfach. Dann brauche ich eine 2x6 Schraube. Die müsste hier bei den vielen, vielen Schrauben liegen.